Hallo ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße. Ich möchte einfach mal ein Thema ansprechen. Und ihr könnt hier an der Seite das lesen. Falsche Propheten, wie erkennt man diese? Ich möchte vorab eins sagen. Hier geht es nicht darum, um gewisse Namen oder den Finger auf gewisse Leute zu strecken, sondern ich denke, wir sind gerade in einer Korrektur weltweit, in einer Säuberung, in einer Beschneidung. Da würden die meisten mit übereinstimmen. Aber wenn gesäubert, wenn beschnitten, wenn an die Wurzeln gegangen wird, das tut manchmal weh. Es ist Arbeit, es geschieht etwas. Man wird bis auf die Grenzen hinaus gefordert. Ich denke, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, oder fast seit ich gläubig bin, eigentlich über 30 Jahre, wie das Interesse gerade fürs Prophetische immer mehr wuchs, mehr und mehr. Wir haben dieses Interesse, glaube ich, von unserem Herrn in unser Herz gelegt bekommen, um Epheser 4, Vers 11, den fünffältigen Dienst wieder zu verstehen. Und noch zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen 1. Korinther 14, alle können weissagen, zur Ermutigung, zur Auferbauung, zum Trost, und Epheser 4, Vers 11. Im Epheser 14 heißt es vom Geist Gottes gegebene Gabe, im Epheser 4, 11 heißt es von Jesus gegebene Gabe. So, das Amt ist anders wie die prophetische Gabe. Die prophetische Gabe heißt noch lange nicht, dass du das Amt hast. Und ich möchte heute ein paar Sätze einfach dazu sagen, ein bisschen Klärung hineinzubringen. Und ich versuche das so einfach wie möglich wirklich zu behalten und halten, da man natürlich über diese Dinge lang sprechen könnte. Ich bin ein Fan von dem Einfachen, weil ich glaubte, dass Jesus auf eine Art zu den Leuten sprach, die einfach verständlich war, sollten sie es zu dem Zeitpunkt verstehen. Und wenn er es in irgendwelchen Rätseln verpackt oder Dinge, die noch nicht klar waren, dann war es einfach für diesen Zeitpunkt verschlossen. Also wenn wir in die Schrift schauen, dann sehen wir zwei Arten von falschen Propheten. Jeremia 23, Vers 13 sagt, auch bei den Propheten zu Samaria sah ich Anstößiges, dass sie weissagten im Namen des Baal und mein Volk Israel verführten. Jeremia 23, Vers 13. Dann geht es weiter in Vers 14. Aber bei den Propheten zu Jerusalem, Entschuldigung, sehe ich Gräuel, wie sie Ehe brechen und mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken, auf dass sich niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle von mir gleich wie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra. Also auf dass sich niemand bekehre von seiner Bosheit. Also falsche Propheten sind zum einen daran zu erkennen, dass ganz klar, sie leiten und führen dich zu anderen Göttern. Das kann sehr direkt sein, wie wir es erlebt haben, auch in der Geschichte der Menschheit. Einen anderen Gott, wie der Gott Israels und wie Jesus Christus. Oder sie wollen nicht, dass du dich bekehrst. Das heißt, sie sprechen nicht über Buße und Umkehr, weil sie selbst Dinge tun, die nicht richtig sind. Es geht um ein Lebensstil. Es geht nicht um einen Fehler hier und dort. Also wir sprechen in diesem Thema nicht über Menschen, die wirklich ernsthaft Gott suchen und eine gewisse Ehrfurcht vor ihm haben, aber Fehler machen oder noch Befreiung brauchen in manchen Bereichen, weil sie einfach noch nicht durchkommen, noch nicht durchbrechen oder einfach noch nicht die Wahrheit Gottes in dem Bereich verstehen, die ja, wie es in Johannes 8 heißt, uns frei macht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier sehen wir einen Prozess, der geschieht. Wer ist die Wahrheit? Es ist Jesus. Mein Volk geht zugrunde an Mangel an was? Internetzeit? Nein, Erkenntnis. Erkenntnis, was für eine Erkenntnis? Wir wissen noch viel, wir wissen noch wahrscheinlich mehr wie alle Generationen vor uns. Erkenntnis darüber, wer Gott, dein Vater, ist. Ich gehe hier nicht an Leute, die falsch belehrt wurden über den Umgang mit Prophetie und einfach alles, was sie glauben, auch seelisch, emotional, was sie sich wünschen oder selbst auch in ihrer Theologie sehen, herauslassen und sagen, so spricht der Herr. Es ist ein Mangel an Belehrung oft und auch ein Mangel an wirklich gesunden Vorbildern.
sprechen auch nicht über Menschen, denen gut gemeint vielleicht, aber falsch prophezeit wurde, dass sie Propheten sind und nun in dieser Illusion leben und gar nicht die Bestätigung Gottes haben, sondern auch da wieder Lehre und Hilfe brauchen. Oder auch nicht von Menschen, die eine prophetische Amtberufung haben, aber noch nicht aus der Trainingsphase in die Sendungsphase hineingetreten sind und sich daher vielleicht aus charakterlichen Defiziten, Mängeln heraus, auch aus der Kindheit, versuchen durch das Prophetische einen Namen zu schaffen. Unreife Menschen, die einfach nicht wissen, wie mit dem Prophetischen umzugehen. Ich muss ehrlich sagen, als ich zum Glauben kam, gab es in Deutschland wirklich nicht wirklich Menschen, die schon einen langen Weg vorausgegangen sind, wo man hätte lernen können von. Aber zum anderen muss ich auch sagen, ist es auch gut, weil manchmal schauen wir zu viel auf Menschen und was sie denken, was sie empfinden und wie sie gewisse Dinge auslegen. Im Hebräischen beschreibt ein falscher Prophet, zugeschrieben, falsch, unbewusst, arrogant und anmaßend im Namen des wahren Gottes zu sprechen. Nochmal, falsch und auch bewusst, arrogant, anmaßend im Namen des wahren Gottes zu sprechen. Das ist noch schlimmer, wie im Namen des falschen Gottes zu sprechen. Weil diese Menschen sind verblendet. Aber wir sehen auch in der Schrift, und wir werden einige Schriftstellen anschauen, dass Gott wirklich, wirklich nicht zimperlich umgeht mit denen, die seinen Namen benutzen. Falsch, bewusst, arrogant. Wie kann sich das heute widerspiegeln, wo Menschen gewisse Visionen, gewisse Träume, und wir lassen das jetzt mal dahingestellt, was die Quelle des Ganzen ist, nutzen und den Namen Gottes benutzen, um andere Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren, in eine Richtung zu bringen, wo sie sie haben wollen, bis hin auch in den Bereich der Beziehung und der Ehe sprechen, wie sie es denken, dass es sein sollte. Also die bewusst diese Gabe missbrauchen. Wenn wir aber sagen, es ist ein falscher Prophet, und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, dann sagen wir damit, wir haben die Quelle geprüft und die Quelle ist nicht der Geist Gottes. Wir wissen, dass wir mit der Quelle verbunden sein können und wir Offenbarung bekommen können. Aber dann in der Anwendung oder in der Auslegung, sprich auf Ebene unseres Willens, was wir wollen, auf Ebene unserer Seele, was wir gerade empfinden, auch in Bezug auf diese Sache, die wir glauben zu sehen oder glauben zu hören. Und unseres Verstandes, was unser Verstand sagt in Bezug auf das, weil das wird geschehen, wenn Gott zu deinem Geist spricht, es sei denn, er gibt dir ein Knowing, ein Wissen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, es ist etwas Unumstößliches, es setzt sich wie innerlich fest und du weißt, dass Gott gesprochen hat. In diesem Zusammenhang manifestiert sich auch die Gabe des Glaubens, hab den Glauben Gottes. Er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Darum wird er für niemand eine Ausnahme machen, sich für David gemacht, er wird es für niemand, für mich nicht, für niemand, egal welche Position wir haben. Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt er sie an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der eine guten Früchte bringt, wird der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Nicht an ihren Worten, an ihren Taten. Also hier sehen wir verschiedene Dinge. Und darum müssen wir sehr vorsichtig sein. Hier spricht es davon, dass falsche Propheten diese inneren reißenden Wölfe sind. Nach außen sehen sie aus wie die anderen Schafe, sie geben sich aus wie die anderen Schafe, aber der Wolf kam, um zu stehlen, um zu rauben, um zu zerstören. So sie bewegen sich innerhalb der Schafe, um letztendlich das echte geistliche
durch Kompromisse, durch Lüge, durch falschen Fokus, falsche Lehre von den Menschen, die Menschen davon zu trennen. Das wirst du auch immer wieder erleben. Falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Gurus leider werden dich immer in Isolation bringen, werden es sehr fromm verpacken, werden sagen, es ist, weil die dich nicht verstehen und so weiter und so fort. Im 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6 werden wir aufgefordert, nicht jedem, der behauptet, dass Gott durch ihn redet, zu glauben. Prüft es, ob was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihr Lehren. Also diese falschen Propheten lehren auch, wir sehen es auch im Buch der Offenbarung, der Geist der Isebel, der meine Knechte verführt, und sie lehrt. Also sie haben Kontrolle über die Menschen, sie geben sich auch aus als Verantwortliche und aufgrund ihrer Offenbarung, die natürlich niemand versucht anzuzweifeln, manipulieren sie, kontrollieren sie das Volk Gottes. Den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Hier, diesen Vers verstehen viele falsch. Sie denken, wenn sie im Befreiungsdienst, wenn sie die Person fragen, glaubst du, dass Jesus Christus als Mensch als Fleisch und Blut zu uns gekommen ist? Bekennst du das? Und wisst ihr, die Bibel sagt, selbst die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt und sie fürchten sich vor ihm. Wenn du sie fragen würdest, gibt es einen Gott, gibt es Jesus? Und dann ja. War Jesus auf der Erde? Ja. Und ich habe das erlebt im Befreiungsdienst und war auch dabei, wo Leute das gemacht haben und dann aufgehört haben, weil sie sagen, ja, der Geist sagt, Jesus ist gekommen, so das kann kein falscher Geist sein. Das ist falsch. Schauen wir uns nochmal die Stelle an. Hier heißt es, in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihr Lehren. Also es sind Lehren, die aus ihnen herauskommen oder inspiriert von einem falschen Geist. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Und wir lesen weiter, das kannst du für dich lesen später, dass er sagt, ihr habt die Lügenpropheten durchschaut. Aber hier ist was ganz Interessantes. Ich breche es einfach mal ganz einfach da. Wunder. Es geht nicht darum, was die Person bekennt. Es geht darum, was das Leben bekennt. Was der Dienst bekennt. Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias, dass er im Fleisch und Blut kam. Das heißt, auch das, was dieser Messias gelehrt hat, glaubt der Geist Gottes, weiß der Geist Gottes, bestätigt der Geist Gottes. Er wird aus dem Meinen nehmen, er wird euch in die Wahrheit führen, er wird euch alles weitere erklären. Denn vieles hat ihn noch zu sagen. Und dieser Geist Gottes spricht nicht nur darüber, sondern, deswegen ist er auch da, verändert er uns und hilft uns, dass wir dieses neue Leben und somit Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen, ausleben. Dass der Messias gekommen ist. Dass er die Herrschaft Satans zerbrochen hat. Es ist nicht das, was wir reden in erster Stelle. Weil wir können kontrollieren, was wir reden. Wir können es uns antrainieren. Wir können Motivationssprecher sein. Wir können unterbewusst Leute beeinflussen durch gewisse Musik, Atmosphären, diese ganzen Dinge, spiegelt das Leben dieser Person ein Bekenntnis, dass Jesus da war wieder. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also wenn ihr seine Liebe erlebt, wird es nichts mehr Schweres sein und ihr werdet es automatisch tun. 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3, doch schon damals hat es im Volk Israel falsche Propheten gegeben. Solche Leute werden auch bei euch auftreten und Lehren verbreiten, die euch ins Verderben stützen sollen. Damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat und besiegelt, so ihren schnellen Untergang. Trotzdem werden viele auf sie hören und sich ihrem ausschweifenden Leben anschließen.
Also das Leben hat mit Prunk zu tun, mit Geldverschwendung, mit sich Paläste bauen und Alkohol und all diesen Lüsten dieser Welt. Diese Leute bringen unseren Glauben, den wahren Weg zu Gott, in Verruf. Sie bringen Schande auf den Namen Jesus. Sie können nie genug bekommen und werden euch belügen und betrügen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch das Urteil über sie ist längst gefallen. Sie werden ihrem Untergang nicht entgehen. Also ein Zeichen davon, von diesen falschen Lehrern und falschen Propheten, ist Gier. Sie kriegen nicht genug. Sie ziehen euch das Geld aus der Tasche. Und dazu belügen und betrügen sie euch. Leute, wenn du in meinen Dienst gibst, wenn du das tust. Und also, wir sprechen gleich darüber. Es gibt wirklich diesen falschen inneren Geist, dämonischen Geist, eines falschen, eines reißenden Wolfes. Und es gibt aber auch Menschen, die jetzt nicht falsche Propheten sind von der falschen Welle, aber in ihrem Denken und ihrer Haltung das Gedankengut und die Werte und die Haltung von falschen Propheten leider tragen oder immer wieder dort hineintreten. Und das ist ein Unterschied. Das sind immer noch Geschwister im Herrn, aber sie haben Lüge geglaubt und sie sind verblendet. Die anderen, die falschen Propheten aus dem falschen Geist heraus, sind keine Geschwister. Also, ihre Lehren, die ziehen mehr auf wohin? Auf sich selbst. Und du wirst bei diesen Leuten nichts über Buße hören. Nichts über Buße. Jesaja 30, Vers 10 bis 11. Sie verbieten den Propheten zu weissagen. Wir wollen die Wahrheit gar nicht hören, sagen die Leute. Wehren sie ab. Prophezeit uns lieber, was uns gefällt. Lasst uns in schönen Trugbildern leben. Täuscht uns ruhig. Biegt doch die Wahrheit ein wenig zurecht, nur lasst uns endlich in Ruhe und verschont uns mit diesem heiligen Gott. Also sie wollen die falschen Propheten oder das falsche Gedankengut eines falschen Propheten findet dort halt, wo Menschen keine Buße tun wollen, wo sie nicht über diesen heiligen Gott hören wollen. Du wirst kaum was über Heiligkeit haben, du wirst kaum was über Buße haben. Oder wenn es dann religiös getan wird, das andere Extrem, dann wird Heiligkeit im Sinne gepredigt und Buße, dass du permanent in einer Verdammnis lebst, permanent in einem Gefühl, ich bin nie genug, in einer Gefangenschaft und nicht in einer Freiheit des neuen Gnadenbundes. Wisst ihr, der Herr hat zu mir gesagt, noch nicht lange, weißt du, Stefan, viele meiner Kinder können gar nicht in den Thronsaal der Gnade hineintreten. Warum? Das sagt doch in der Schrift, wir haben freien Zugang vor den Thron der Gnade, dort können wir jetzt hinkommen, ohne Gefühl der Verdammnis oder des Abgelehntseins. Er sagt, bei dem Thronsaal der Gnade kann man als Opfer nicht hineinkommen. Weil das Opfer, Jesus Christus, hat die Tür geöffnet in den Thronsaal der Gnade. In der Thronsaal der Gnade kann man nur als diese neue Person in Christus hineintreten. Von neuem geboren. So, am Eingang ist es fast wie ein Scanner durchgescannt, ob du diese Opfermentalität trägst oder ob Christus in dir sichtbar ist und das neue Leben. Und wenn, weil Scham und Angst und Furcht finden keinen Raum im Thronsaal der Gnade. Angst, Scham, Furcht manifestierten sich im Alten Testament schon im Garten, als Adam sich versteckte. Weil sie einer Lüge glaubten. Wer hat dir gesagt, Mensch, Adam? Aber hier heißt es in der Schriftstelle, die Leute wollen nicht hören, sie wollen keine Buße und sie wollen keine Heiligkeit hören. Und wie nochmal, ich sage, das ist das Gedankengut eines falschen Lehrers oder Propheten. Es ist nicht unbedingt, dass es dann schon ein falscher
Geist ist. Micha 2, Vers 6 bis 11. Schluss mit dem Gerede, empören sich die falschen Propheten. Keiner darf so daherschwätzen. Nein, niemals wird eine solche Schande über uns kommen. Spricht man etwas so zu uns Nachkommen von Jakob, kann der Herr wirklich seine Geduld mit uns verlieren? So kennen wir ihn gar nicht. Doch Gott antwortet, meine Worte verheißen nur Gutes für den, der so lebt, wie es mir gefällt. Aber mein Volk lehnt sich schon lange gegen mich auf. Wenn jemand nichts ahnt, an euch vorbeikommt, plündert ihr ihn aus. Also hier ist es so, dass das Volk sagt, wir wollen das nicht hören. Wir glauben das nicht, dass Gott mit Gericht kommt. Wir glauben das nicht, dass Gott uns bestraft. Wie oft hören wir das in diesen Zeiten? Es wird oft nicht verstanden, dass 1. Korinther 14 nicht heißt, dass Gott nicht korrigiert und auch Konsequenzen zulässt. Aber in Epheser 4, Vers 11, diese Gabe selbst der Prophet, er spricht in dem Bereich der Korrektur und der Zurechtweisung, weil es mehr wie eine Gabe ist. Er ist die Gabe. Er kennt Jesus, den Herrn, er kennt den Vater im Himmel, er kennt deren Herz. Und hier sehen wir, die sagen, was redet ihr so, der Herr? Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das gehört habe. Du bist so negativ und Gott spricht doch durch all die anderen von Erweckung und so weiter. Und so fort. Micha 3, Vers 5, auch für eure Propheten hat der Herr eine Botschaft. Glück und Frieden sagen sie denen voraus, die ihnen zu essen geben. Doch wenn kein Geschenk gibt, dem drohen sie mit Gottes Strafgericht. Auch das ist ein Zeichen von falschen Propheten oder dem Gedankengut eines falschen Propheten. Wenn du sie kritisierst, dann stellen sie dich bloß oder sagen, das Gericht wird auf dich kommen, du wirst so und so bestraft von Gott her. Solange du ihnen gibst, solange du ihnen Segen gibst, Essen gibst, Geld gibst und alles, sprechen sie gute Dinge aus, solange, wenn du anfängst, dich zu verweigern oder sie kritisierst oder korrigierst, wie wagst du es, den Gesalbten des Herrn anzutasten? 2. Timotheus 4, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde redet. Also nach dem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen. Das heißt, es gibt eine große Anzahl von Lehrern, die können sich ausreden, aussuchen. Auch anscheinend eine große Anzahl von Lehrern, die verschiedene Dinge lehren. Und das habe ich oft gehört von vielen Pastoren auch. Ja, wir tun alle die Bibel ein bisschen anders interpretieren. Ja, wenn wir sie nicht im Geist Gottes interpretieren, dann tun wir sie alle auf menschlicher, seelischer, Verstandesebene anders und kultureller Ebene anders interpretieren. Aber wenn wir sie auf der Ebene des Geistes auslegen, das heißt lernen, uns ihm hinzugeben, unser eigenes, was wir denken, die Seite zu legen, sollte es keine so große Diskrepanzen geben in der Auslegung. Das sind dann kleine hier und da Abweichungen, die bei der Auslegung und Anwendung vielleicht schief gehen können. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Also mit anderen Worten, diese Leute suchen sich aus, welche Lehre sie wollen. Und sie suchen sich auch noch aus Extramaterial, was sie glauben wollen. Sie tun andere Bücher mit einbeziehen, die sagen, ja, die ergänzen die Bibel und die erweitern sie und so weiter, wie es ihnen gerade gefällt und vor allem, wie es sie auch bestätigt in ihrer Haltung und sündhaften Leben. Sie reden, diese Propheten, was die Leute hören wollen. Die Bibel nennt es auch, es kitzelt in ihren Ohren. Aber es heißt nicht, dass alle, die nach dem Mund der Menschen reden, gleich falsche Propheten sind. Ezekiel 13, Vers 4 bis 18. Da empfing ich wieder eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir, du Mensch, klage alle selbsternannten Propheten Israels an. Sie sollen meine Wörter hören. Sag ihnen von mir, Gott dem Herrn, wehe euch, ihr törichten Propheten, die ihr euren eigenen Eingebungen folgt und von Visionen redet, die ihr gar nicht gesehen habt. Ihr führt euch auf wie Füchse, die in Israel zu ihnen umherstreunen. Keiner von euch eigentlich, in der anderen Übersetzung heißt es Hyänen. Ihr führt euch auf wie Hyänen, die in Israels Ruinen umherstreuen. Keiner von euch ist in die Bresche gesprungen. Keiner baut die Mauer wieder auf, damit mein Volk an dem Tag bestehen kann,
an dem ich, der Herr, Gericht halte. Was ihr als Vision ausgeht, ist eine Täuschung. So diese Leute, diese falschen Propheten oder die Menschen mit dieser Haltung und dem Mindset eines falschen Propheten, sie treten nicht in den Riss. Was meine ich damit? Was sind diese Hyänen in den Trümmern der Mauer? Stell dir vor, die Mauer um Israel herum auf dem Zeichen des Schutzes. Es gibt ein Loch in der Mauer. Der Prophet, der Wächter, der sieht das Loch. Die anderen sehen das vielleicht noch gar nicht. Und er sieht den Feind kommen. Und er stellt sich dort rein in die Bresche, auf Deutsch heißt es ja, in die Bresche und sagt, ihr kommt nicht an mir vorbei. Ich stehe hier in diesem Loch. Und er betet und er ruft und er warnt und ermutigt die anderen auf, während er in der Bresche steht, mit vielleicht auch noch anderen, die dann wach wurden, dieses Loch zu schließen. Falsche Propheten machen mehr Löcher in die Mauer. Falsche Propheten bringen Verwirrung, bringen Zerstörung, bringen Spaltung, Entzweiung. Aber alles sieht aus, wie wenn es im Namen Gottes geschieht. Sie schließen nicht die Löcher, sie stehen nicht im Riss. Sie tun nicht das, wozu das Herz eines wahren Propheten geformt ist. Jeremia 8, Vers 11, darum werde ich euren Frauen andere Männer geben und euren Äckern neuen Besitzern. Ihr alle vom einfachen Volk bis zu den Mächtigen wollt nur eines, Gewinn um jeden Preis. Auch die Priester und Propheten betrügen euch, weil sie euren tiefen Wunden nur schnell verbinden. Es ist halb so schlimm, alles wird wieder gut, sagen sie. Nein, nichts wird gut, sagt der Herr. Also auch hier, falsche Propheten sind oberflächlich. Sie halten dich in einer falschen Sicherheit. Oh, ist alles in Ordnung. Aber sie kümmern sich wirklich um die tiefen Wunden, tun schnell mal ein Pflaster drauf, was dich dann hindert, auch im Wachstum. Und sagen, hey, es ist alles in Ordnung. Sie sprechen die Dinge nicht an, sondern sie halten dich im Glauben an eine falsche Sicherheit. Jeremia 8, Vers 11, wie gesagt. Ezekiel 13, Vers 22, mit euren Lügenmärschen jagt ihr aufrichtigen Menschen Angst ein, für die ich nichts Böses im Sinn hatte. Die Gottlosen aber ermutigt ihr und verhindert damit, dass sie ihre üblen Machenschaften aufgeben und ihr Leben retten. Und hier sehen wir auch ganz klar ein Zeichen des falschen Propheten, ist auch, dass er Menschen, die wirklich Gott folgen wollen, und nichts Böses im Sinn haben, und Gott suchen, dass sie ihn Angst machen. Und dem Ungerechten, dem, der in Gottes Auge böse ist, dem Gottlosen, den ermutigen sie. Mit anderen Worten, auch hier ist keine Buße, kein Ansprechen von Sünde, kein Ruf von Gottes zurück zum Herzen Gottes mehr praktiziert, sondern es werden Unterschiede gemacht und Menschen werden noch aufgehalten in ihrem Wachstum in Christus. Jeremia 23, Vers 14, aber was ich unter den Propheten von Jerusalem sehe, ist noch viel erschreckender. Sie begehen Ehebruch, sie lügen und betrügen. Und denn der eine gottlose Leben führt, den, der ein gottloses Leben führt, bestärkt sie noch darin, anstatt ihn davon abzubringen. Also sie sagen, hey, ist nicht so schlimm, ist alles Gnade, ist alles Liebe, ist kein Problem, Gott kann doch nicht so sein. Kein Problem, wenn Mann und Mann zusammen und wenn sie dann ihre Sexualität und ihre Liebe aus und Frau und Frau und so weiter und so fort. Sie sprechen aus einem falschen Geist und halten die Leute in einer Gefangenschaft zu Dingen, die Gott sich anders gedacht hat. Jemand beschrieb es mal so, sie werfen ein nasses Tuch auf das Feuer der Erweckung. Gott liebt dich einfach auf die Art, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Ist alles schon in Ordnung. Was ist eine Erweckung? Es gibt verschiedene Definitionen für Erweckung. Zum einen ist es, dass wir in Christus erwachen aus einem Schlaf, wirklich erkennen, wer wir sind, wer er ist. Und zum anderen auch, dass Menschen aufwachen, wie am Tag
von Pfingsten, als die Leute sagten zu den Aposteln, was sollen wir tun? Sie erkannten plötzlich, es muss etwas geschehen. Gut. Klagelieder 2, Vers 14. Zwar haben deine Propheten dir geweissagt, aber es war doch nichts als Lug und Trug. Sie decken deine Schuld nicht auf und wenden das Unheil so nicht von dir ab. Und mit ihrer Botschaft haben sie dich betrogen und eins ums andere Mal in die Irre geführt. Genau, sie stellen Sünde nicht bloß. Es gibt kein Gericht. Alles ist am Kreuz schon erledigt. Sie leiten Kinder Gottes in eine falsche Richtung. Lest mal 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3. Sie leiten die Leute weg von der Sünde und verharmlosen sie. Also ein falsches prophetisches Denken und eine Haltung ist genauso zerstörerisch für die Gemeinde Jesu wie ein falscher Prophet. Nur, dass der eine es bewusst macht und der andere unbewusst, weil er beeinflusst wurde und eine falsche Lehre bekommen hat. Und zum Abschluss Hesekiel 13, Vers 4 bis 7. Da empfing ich wieder eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir, du Mensch, klage alle selbsternannten Propheten in Israel an. Selbsternannte Propheten sind Menschen, die sagen, ich bin ein Prophet, aber nie von Gott bestätigt wurden. Bestätigt wurden nicht nur durch die Erfüllung ihrer Prophetien, sondern auch in der Art, wie Gott mit ihnen war, in Jahren der Verfolgung, der Ablehnung, des Zerbruchs, ihrer Schwachheit. Wie Paulus sagt, ich habe gelernt, Gott in allem zu ehren. Gott beruft, ich glaube, dass auch jedes Amt, jedes prophetische Amt eine persönliche Begegnung mit Jesus hat. Ich bin manchmal sehr besorgt, wie oft im Internet überall erzählt wird, Jesus ist mir begegnet, Jesus ist mir begegnet, Jesus ist mir begegnet. Wie es fast schon auch eine Zahl der Leute garantiert, die sich das ansehen werden. Und wenn ich dann Paulus sehe, wie er mit einer Ehrfurcht darüber sprach und seinem dritten Himmelerlebnis, und dann sehe, wie Menschen permanent behaupten, dass sie diese dritten Himmelserlebnisse täglich mehrmals am Tag haben, Jesus hier, Jesus da, dann muss ich doch schon fragen, ist es das, wie die Bibel es beschreibt, dass Menschen es erlebt haben? Oft mit einer großen Ehrfurcht aufs Angesicht fallen, sie vor ihm niederwerfend. Und sehe hier diese relaxte Gelassenheit, weil am Ende ist es so, wenn jemand sagt, und Jesus kam zu mir, hat mir das gesagt, wie willst du das hinterfragen? Du kannst es natürlich tun, aber eine Person wird sagen, ja, aber Jesus kam zu mir fertig. Und natürlich schauen wir auf alles, nicht nur, ob es die Schrift so widerspiegelt und bestätigt, sondern wir schauen auch, ist es anwendbar für die Zeit, wo das angeblich gesprochen wurde. Weil neutestamentlich haben wir alle den Geist Gottes, die wir uns Jesus Christus hingegeben haben. Und wie manche Leute behaupten, dass sie in den dritten Himmel genommen wurden, weil Jesus mit ihnen dort über den Zehnten sprechen wollte. Oder über Finanzen. Glaub mir eins, wenn du das Leben von Jesus anschaust, Finanzen waren nicht auf seiner Prioritätenliste, sondern das Herz der Menschen und somit auch, was der Vater möchte. Wir sehen hier in Hesekiel 5, dass Gott nochmal sagt, keiner von euch ist in die Hesekiel 13, Vers 4 bis 7, in Vers 5, keiner von euch ist in die Bresche gesprungen, keiner baut die Mauer wieder auf, damit mein Volk an dem Tag bestehen kann, an dem ich der Herr Gericht halte. So hier sehen wir auch, dass es ein Gericht geben kann, das ist so mächtig, dass es zerstören kann, auch das Volk Gottes zerstören kann. Dass die Berufung hat, Volk zu sein, aber sie nicht auslegt. So, dass du ein Übergabegebet gesprochen hast, heißt gar nichts. Ob du es
deiner Schwester, deinem Bruder zuliebe getan hast, deiner Mutter, der Oma, damit sie endlich mal ruhig ist, ob der Pastor dir gefallen hat und so cool war oder ob die Atmosphäre phänomenal war, so inspirierend und Tränen, Drüse drückend, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, hast du in dem Moment erkannt, ohne Jesus Christus bin ich verloren, bin ich nichts. Ich brauche ihn und ich bereue das, was ich getan habe. Und ich vertraue ihm, dass er jetzt mein Leben verändern wird. Und ich werde nicht aufhören, mein Denken im Einklang mit dem Denken Jesu zu bringen, bis ich denke wie er. Und somit, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wovon die Gedanken voll sind, das werden deine Gewohnheiten und es wird sichtbar werden. Nicht der Prophet, sondern das Wort selbst. Wahrer Prophet steht in der Bresche, schließt damit oder versucht das Loch in der Schutzmauer zu schließen. Und steht dort zwischen seinem Herrn, dem Volk Gottes, und der Feind, der jede Situation benutzt, Zerstörung und Raub über diese Erde und die Menschen zu bringen. Falsche Propheten machen diese Löcher groß, diesen Schutz reißen sie nieder durch eine falsche Lehre, durch eine falsche Aussage im Namen Gottes, die dich in dem Bewusstsein lassen, dass alles okay ist, dass es keine Veränderung braucht, dass ja nichts passiert und darum auch alles richtig bei dir sein muss, dass es ja kulturell alt ist, dass wir heute in einer modernen Zeit leben und so weiter und so fort. Diese falschen Propheten werden am Ende dein Prophet Jesus, dein Gott Jesus, weil du zu ihnen kommst, weil du ihr Wort nicht anzweifeln darfst und weil ihr Ziel ist. Diese Leute sind dann meistens auch sehr arrogant, weil sie dann willentlich das tun und darf sie nicht in Frage stellen. Aber hier möchte ich gerne ein Plädoyer für die jungen prophetischen Menschen und ich spreche jung im Lernen in der Gemeinde Jesu geben. Nicht jeder, der Fehler macht und ein Wort vielleicht nicht 100% richtig oder nur 60% richtig oder 50% richtig weitergibt, ist ein falscher Prophet. Oft ist es einfach, dass gewisse Ängste oder man auch nicht gelernt hat, wirklich zu filtern, was ist von meinem eigenen Willen, meinem eigenen Verstand und meinem eigenen Gefühl. Vor kurzem habe ich von jemandem gehört, dessen Freund heimgegangen ist, der sagte, wir müssen wieder da was tun, so das Falsche und echte Prophetie auch klar unterschieden wird, weil Menschen dieser Person prophezeit hatten, du wirst leben. Und die Person starb. Das ist leider kein Einzelfall. Das habe ich im charismatischen Lager immer wieder erlebt, immer wieder gehört. Und es waren nicht böse Menschen oder falsche Propheten, sondern es waren Menschen, die es oft gut gemeint haben. Menschen, die sagten, okay, ich stelle mich im Glauben auf die Schrift, was sie sagen. Und versuchten dann, ihren Glauben zu stärken, indem sie es bekennen oder den Glauben der Person zu bestärken. Natürlich gibt es so Menschen, die es missbrauchen, die auch keine Fehler eingestehen und die das natürlich dann entschuldigen, wie, ja, jetzt ist er ja beim Herrn und jetzt ist er ja geheilt. Das Ganze ist mir zu schwach. Da kann der Herr gleich sagen, ich werde ihm jetzt Ruhe geben, ich nehme ihn zu mir. Wir müssen den Mut wieder haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Aber vieles, was wir im Leib Christi sehen, ist seelische Prophetie. Prophetie, die ihren Ursprung in unserer Seele hat, in unserem Wollen, in unserem Verstand, der voll ist dessen, was wir gelernt haben, je nachdem, welchem gemeindlichen Hintergrund wir kommen. Und wir müssen wieder neu erlauben, den Heiligen Geist in die Situation zu sprechen. Das Wort sagt, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, wird es gelingen, irgendwas zu tun. Und wir bekennen und bekennen und bekennen und trotzdem treffen uns Waffen. Warum?
weil wir nicht wissen, welche Waffe es ist, die gegen uns gesetzt wurde. Es ist Unglaube, Unvergebenheit. Weil je nach Waffe brauchen wir Offenbarung darüber, was das Wort des Geistes ist, das wir entgegensetzen. Der Schild des Glaubens in unserem Gott, wer er ist, seine Güte, seine Liebe und seine Fähigkeit, uns zu beschützen, hält die feurigen Pfeile auf. Aber um den Feind zurückzuweisen im Sieg Jesu Christi, brauchen wir das Schwert, das Wort für jetzt, das Rema-Wort in die Situation, vom Geist Gottes gesprochen. Jesus sagt, ich tue, was ich meinen Vater tun sehe. Ich tue, was mein Vater mir sagt. So vielleicht bist du noch nicht durchgebrochen in deinen riesen Herausforderungen, Problemen, weil du den Herrn noch nicht gefragt hast, was ist meine Waffe. Viele von uns hätten am liebsten eine Formel und dann spreche ich dieses Gebet aus oder diese Bibelstelle und die Sache ist erledigt. Aber das Wort von Gott, das zu uns kommt, ist lebendig, voll des Geistes. Deine Worte sind Geist und Leben. Johannes 6. Und jeder, aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, werden wir leben, weil das Wort selbst Leben ist. So, wenn Gott dir sagt, das ist die Waffe, das ist die Waffe, die ist vergeben, es ist vorbei und die Waffe ist Scham, in der dich attackiert, da kannst du 10-mal sagen, ich stehe gegen dich, ich bin gerecht, sondern jetzt wirst du zur Waffe, indem du sagst, wenn der Ankläger kommt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das Blut Jesu hat es nicht nur zugedeckt, hat es weggenommen. Mein Gott hat beschlossen, er selbst hat beschlossen zu vergessen, was dort war. Und dann kannst du in den Thronsaal der Gnade kommen. Und dann wirst du noch Unterscheidung haben. So fürchtet euch nicht. Die Dinge müssen geschehen. Und wir haben seelische Prophetien. Menschen prophezeien, was sie wollten, was sie gut gemeint haben. Wir haben Prophetien, die kommen aus dem Verstand heraus, weil Menschen Informationen gesammelt haben. Wir haben Prophetien, die kommen aus einer nicht dem Wort Gottes untergeordneten Theologie heraus, dass Menschen prophezeien, was sie theologisch glauben. Und weil ihnen vielleicht sonst niemand zuhört, mit dem unterbewusst wissen, wenn sie sagen, so spricht der Herr, dann hören die Leute anders. Auf der einen Seite habt Gnade für die vielen prophetischen Leute, die lernen, aber nie im Amt des Propheten sein werden. Habt Gnade für den, der berufen ist ins Amt des Propheten und lernt im Verborgenen oder sichtbar. Habt Gnade füreinander. Falsche Propheten ziehen dich weg zu einem anderen Gott. Das kann ein Gott sein, wie die vielen Namen von falschen Göttern es gibt. Zu einem anderen Propheten. Jesus ist der größte aller Propheten. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Sie ziehen dich weg von der Anbetung des wahren Gottes. In Zeiten Israel gab es immer wieder Zeiten, da war ein Mischmasch da. Auf der einen Seite beteten sie Baal und andere an und dann hatten sie noch ihre Zeremonien für Gott. Das ist wie im Hinduismus. Man versucht, alle möglichen Götter zu besänftigen, damit man ein gutes Leben hat. Und Gott war das immer ein Gräuel. Weil niemand hat getan, was er für uns getan hat. Und darum verdient niemand die Ehre. Vor allem, weil diese Dinge nicht real sind, sondern eine Illusion. Welchem Gott dienst du? Und dienst du ihm nur, wenn alles gut läuft? Falsche Propheten sprechen auch im Namen Gottes, aber mit einer arroganten Haltung, mit einer falschen Motivation, um das Wort Gottes in die Irre zu führen, indem sie sich zeigen wie ein Retter, um Einfluss zu bekommen, um dann letztendlich die Menschen zu versklaven. Vater,
Möge dein Heiliger Geist uns führen, leiten und schulen in dem so wichtigen Thema. In Jesu Namen. Amen. Einen schönen Tag noch und Gottes überfließenden Segen. Der Vater liebt euch und es gibt auch echte Propheten. Gott segne euch.